Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, nicht von mir. Ja, Heike ist andersweitig unterwegs und ich mache einen Kurztrip zur Mosel. Ja, die Mosel, die begleitet mich ein Camperleben lang. Das heißt, das erste Mal 1995, als ich mit dem Wohnmobil on Tour war, war die Mosel das Ziel. Wir sind jetzt Bibi und meine Wenigkeit. Ja, wir stehen an der Mosel in Mienheim auf einem Wohnmobilstellplatz und schaut mal in unsere Videoliste. Diesen Platz habe ich schon mal vorgestellt, wie viele andere Plätze von der Mosel auch. Ja, ich nehme euch jetzt einfach mal mit dieses Wochenende und ja, da wünsche ich euch viel Spaß. Ja, ich gehe jetzt mal nach Mienheim rein und gucke mir das Dörfchen mal an. Das finde ich so geil. Das gibt es hier in der Gegend, gibt es das häufiger. Und zwar eine sogenannte Mitfahrerbank. An der Mitfahrerbank, bevor man sich hinsetzt, stellt man das Ziel ein. Zum Beispiel Hunsrück, Traben-Trarbach, Bernkastel-Kues oder ähnliches. Ja, und dann hofft man, wenn einer vorbeifährt, das sieht, dass er dich da mitnimmt. Coole Sache. Wenn ihr hier seid, dann lohnt sich die Panoramastraße zu fahren. Da hat man eine ganz tolle Aussicht auf die Mosel. Also absolut eine Empfehlung. Ja, das hat richtig Spaß gemacht, die Erkundungstour durch Mienheim. Ja, ach, wenn ich hier lese, da geht es wieder raus und da geht es auch in Richtung Stellplatz. Ja, Kästen ist auch ein schöner Stellplatz. Den haben wir auch schon mal vorgestellt. Schaut einfach mal in unserer Liste nach. Ja, und hier fängt der Stellplatz an, der im Moment 8,50 € kostet und 4,5 Minuten Wasser kosten 1 Euro, was der Strom kostet. Weiß ich nicht, brauche ich nicht. Ja, ich gehe jetzt wieder Richtung Wohnmobil und schaue mal mit der Kamera links und rechts, damit ihr einen Eindruck bekommt.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, als allererstes, was ich mache, nachdem ich aufstehe, klar, ein bisschen frisch machen und dann geht es erstmal mit Bibi raus. Ja, das Wetter ist heute, wie gestern, durchwachsen im Moment. Es soll heute besser werden. Gestern hat es immer mal wieder so ein bisschen getröpfelt, also war nicht so schön. Ja, wir machen jetzt erstmal die Gassi-Runde weiter und anschließend gibt es dann den ersten Kaffee. Ich bin zwar super gerne an der Mosel unterwegs, aber Weintrinker bin ich nicht. Hin und wieder mal, aber ja, ist komisch, ne? Bier halt. Ja, nachdem ich mir jetzt den Kaffee habe schmecken lassen, ja, ist wieder Basteltime angesagt. Ja, uns fehlen ein paar Windabweiser, weil die ganz praktisch sind. Wenn es mal regnet, kann man dann trotzdem das Fenster ein bisschen aufmachen. Und ja, und die installiere ich jetzt. Ja, das war eine Fuddelsarbeit, aber jetzt ist es drinne. Ja, dann habe ich noch eine Steckdose verlegt, weil bei uns ist wirklich viel zu wenig Saft da. Wenn man also YouTube macht und viele Kameras laden muss und so weiter, dann braucht man doch jede Ladeeinheit. Ja, auch das hat funktioniert, Häkchen dran. Super. Ja, es kommt immer anders, als man denkt. Boah. Nachdem heute Morgen ja das Wetter nicht so prickelnd war, hat sich das schön geändert. Es war schön warm gewesen. Ja, und der Platz ist so schön hier. Deswegen bin ich einfach geblieben. Ich wollte eigentlich noch ein paar Orte weiterfahren und da auf den Stellplatz, aber nö. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, die Sonne lacht und wenn man mit so einem Blick hier aufwacht, ist doch herrlich, oder? Ja, was passiert heute? Heute passiert nicht viel, weil ich hänge mit dem Videoschnitt dermaßen hinterher. Das heißt, ich muss wirklich jetzt ein paar Stunden noch schneiden. Ja, wie viele nicht wissen, so ein Video, wenn das 20 Minuten lang ist, ja, zwischen 7 und 10 Stunden geht der Schnitt. Also, das ist schon einiges Zeit. Ja, so, dann würde ich sagen, frühstücken und dann wird gearbeitet. Ja. Yeah.
Okay, das Video ist geschnitten. Ja, ich denke, damit endet auch dieser Kurztrip an die Mosel. Ist ein bisschen anders verlaufen, als ich das eigentlich vorhatte. Aber das ist ja das Schöne, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, ist man dann doch relativ flexibel. Ja, in dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns.